Eigentlich haben wir heute ein Medientraining geplant für Auftrittskompetenzen bei Videokonferenzen. Der Mese ist aber krank und darum an dieser Stelle nochmal ganz gute Besserung, Mese. Ich weiss, du wirst das Tagebuch schauen und ich hoffe, dir geht es schon ein bisschen besser, wenn das heute Abend dann siehst. Bei Videokonferenzen ist es mega wichtig, präsent zu wirken. Das war auch für mich am Anfang sehr schwierig. Wie wirkt man denn präsent, wenn man online ist? Drei Sachen, die man darauf schauen kann, ist als erstes nicht so zurücklehnen. Gerade sitzen, gerade im Stuhl sitzen, wie es bei einem Business-Meeting ja auch machen. Du wirst nicht einfach so in den Stuhl liegen und vor deinem Vorgesetzten dort rumgammeln, jetzt böse gesagt, sondern du wirst gerade sitzen, gerade Rücken, entspannte Schultern. Das Zweite ist, in der Mitte des Bildes sitzen. Es gibt einige Tools, zum Beispiel MS Teams, soweit ich weiss, wo das abschneidet, wo dein Bildformat je nach Teilnehmeranzahl abschneidet. Das heisst, wenn du etwas links oder etwas rechts sitzt, schneidet es plötzlich die Schultern oder schlimmstenfalls sogar einen Teil vom Gesicht ab. Und der wichtigste Tipp ist, nahe an sitzen. Aber was heisst nahe? Das konnte ich am Anfang gar nicht einschätzen und bin manchmal so vor der Kamera gesessen und manchmal dort hinten vor der Kamera gewesen und ich habe wie kein Mass gefunden. Der Messe haben wir einen Tipp gegeben, die Augen müssen beim Bildschirm auf 2/3 sein. Dann bist du nahe genug, du füllst den Bildschirm super aus und es wirkt präsent, konzentriert und professionell. Morgen habe ich meinen letzten Arbeitstag hier als Praktikantin, weil für mich geht es nachher weiter. Aber das heisst auch, es ist mein letztes Videotagebuch und ich bin schon gespannt. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.